Mein Name ist Mike Timber. Ich bin Küchenmeister und möchte Ihnen heute präsentieren Lammhaxen, einen Speckbohnen mit Gemüsereibekuchen. Wir beginnen mit einem Topf, geben zum Braten etwas Öl hinein, lassen es langsam heiß werden, würzen in der Zwischenzeit die Haxen mit Salz und Pfeffer. So richtig schön von allen Seiten. Ja, es dauert noch ein bisschen. Dann können wir die Haxen beidseitig anbraten. Wir braten jetzt die Haxen von beiden Seiten schön kross an und schön dunkel, damit wir dann auch einen schönen Ansatz für die Farbe bekommen, die wir dann rausziehen wollen. Das dauert jetzt einige Minuten. Als Tipp wichtig für unsere Hobbyköche ist natürlich auch, wer möchte, kann diese Haxen natürlich im Vorfeld auch mit Knoblauch spicken. Man sieht, dass es so langsam Farbe bekommt. Man sollte zu diesem Zweck, auch wenn es geht, eine Zange oder sonstige Gerätschaften nehmen und nicht eine Gabel, um nicht das Fleisch erst anzustechen, damit der Fleischsaft nicht ausläuft. So, unsere Lammhaxen sehen schon recht lecker aus, aber zum Verzehr leider eben noch nicht geeignet, weil sie noch nicht gar sind. Und etwas Soße wollen wir ja auch dazu haben. Deswegen nehmen wir jetzt kurzfristig die Lammhaxen heraus aus unserem Topf und geben fein geschnittenes Mirepoix, sprich erstmal Möhren und Sellerie hinein. Lassen Sie es schön anbraten, dass es etwas Farbe nimmt als erstes. Im Nachhinein geben wir unsere vorbereiteten Zwiebelwürfel hinzu, deshalb, damit die Zwiebel nicht verbrennt. Das Mirepoix ist nicht bloß zur Farbgebung da, sondern soll später auch etwas Bindung für unsere Soße bringen. Mirepoix bedeutet für alle, die dies nicht wissen, Bratgemüse. Wir lassen es ruhig etwas braun wurzeln. Sollte dieser Punkt erreicht sein, natürlich sollte die Zwiebel nicht schwarz werden, weil in diesem Augenblick wird es dann bitter. Da. Wie gesagt, sollte dieser Punkt erreicht sein, geben wir etwas Tomatenmark hinzu. In diesem Fall einen Löffel, welcher schon mit etwas Wasser gestreckt ist, damit es nicht gleich, wenn es in den Topf kommt, anbrennt. Dieses lassen wir jetzt auch Farbe nehmen. Das ist die Voraussetzung für die schöne Farbe vielleicht unserer Soße. Hobbyköche können natürlich, wenn es mal nicht so gelingen sollte, dann natürlich auch mit braunen Soßenbinder abziehen. So, hier sollte man den richtigen Augenblick dann sich verinnerlichen. Sollte es noch zu rot sein, wird die Farbe rot, beziehungsweise es schmeckt auch etwas süßlich, verbrennt jedoch das Tomatenmark, wird die Soße auch hier bitter. Diesen Reduktionsvorgang kann man 2-3 Mal wiederholen und gießt zwischenzeitlich etwas Lammschü auf. Diese haben wir am Vortag hergestellt. Man kann natürlich auch im Handel Lammfonds käuflich erwerben. So, wir haben jetzt zum zweiten Mal diesen Vorgang wiederholt und wir können unsere Lammhaxen hier reingeben und Vorsicht beim Angießen des restlichen Lammfonds. Das
nicht so spritzt. Nachdem wir die Lammhaxen angebraten haben, erfolgt nun das Köcheln. Als Würze geben wir jetzt noch hinzu etwas Lorbeer und Piment und etwas zerdrückten Knoblauch. In diesem Falle reicht eine Zehe. Je nach Bedarf, wer es stärker mag, kann auch zwei nehmen. Wir sehen, wie das jetzt langsam vor sich hin köchelt. Mit einem Deckel decken wir das Ganze ab und lassen es ca. 1,5 Stunden garen. Natürlich kann man das Ganze auch im Herd machen, sollte es zwischenzeitlich dann aber mit dem Fond übergießen. So, die 1,5 Stunden sind jetzt um und wir können überprüfen, ob unsere Haxe gar ist. Dieses kontrolliert man, indem man versucht, das Fleisch vom Knochen zu trennen. Und dies ist hier der Fall. Wir entnehmen jetzt die Haxen und widmen uns der Soße. Wir haben jetzt das mitgebratene Wurzelgemüse püriert, um es nicht herauszusieben, wie es manche tun, sondern es dient in unserem Fall gleich zur Bindung. Bevor wir unsere Soße gegebenenfalls noch mit etwas Mehlbutter abziehen, müssen wir uns erstmal gegenwärtig sein, ob sie überhaupt schmeckt. Wir nehmen etwas Fond auf unseren Teller und probieren. Ist schon fast perfekt. Wir geben etwas Mehlbutter hinzu. Mehlbutter ist Butter im Topf heiß gemacht und mit Mehl abgezogen. Man spricht im Volksmund auch aus weißer Ruhe. Oder für bestimmte Zwecke kann man es auch dunkel werden lassen. Und macht eine dunkle Ruhe. Wir perfektionieren mit etwas Salz, Pfeffer noch und geben zur Abrundung etwas Thymian hinzu. Zum Anrichten für unseren Hauptgang beginnen wir als erstes mit unseren Speckbohnen. Diese richten wir auf einem vorgewärmten Teller an, legen unsere Kartoffel-Gemüsereibekuchen an, sassieren unsere Lammhaxe unter und als Krönung unsere schöne Schmorhaxe. Dekorieren kann man das Ganze mit etwas Minze und etwas Thymian, welche den mediterranen Flair ins Bild bringt. Zur Perfektion kann man unserer Lammhaxe natürlich auch ein kleines Hütchen verpassen. Nun haben wir unser Gericht vollendet. Wir präsentieren Ihnen Lammhaxe an Speckbohnen mit Gemüsekartoffelreibekuchen. Viel Freude beim Nachkochen und guten Appetit! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de